König. Bube. Dame. Gast. Der Stephen King Reread Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge König, Bube, Dame, Gast. Bei mir ist wie immer der wundervolle Flo. Hallo Flo. Guten Abend. Außerdem der großartige Jonas. Hallo Jonas. Hallo Dela. Und der ebenfalls wundervolle Hendrian, unsere Lieblingsgeisel. Hallo Hendrian. Einen schönen guten Dings. Ja, ich bin die Dela und ich habe heute wieder die Mannschaft zusammengetrommelt, um mit und für euch über ein weiteres King-Buch und einen weiteren Tonband zu sprechen, nämlich Susanna oder Song of Susanna. Und wir nutzen dieses spezielle Buch und machen heute unsere lang erwartete Musical-Episode. Bevor wir das tun, Flo, wie sieht's denn aus? Hast du für uns eine zeitliche Einordnung? Ja, viel gibt's nicht zu erzählen. So auf die Gesamtsaga werden wir das nächste Mal eingehen. Aber dieses Buch ist ziemlich nah, nämlich direkt im Anschluss an Wolfsmund erschienen. Also diesmal musste man nicht wieder Jahre auf den nächsten Band des Dunkelturms warten. Es ist 2004 rausgekommen, sowohl in Amerika als auch in Deutschland. Und ja, es ist ein bisschen dünner als das letzte Buch und auch als das nächste Buch. Viele behaupten, es wäre eigentlich nur ein langer Prolog oder ein langer Epilog oder was auch immer. Das werden wir heute rausfinden. Und Jonas hat die sehr undankbare Aufgabe, uns zu erzählen, worum es hier geht. Ja, ich habe mir diesmal die undankbare Aufgabe leicht gemacht, indem ich einfach die Kurzinhaltsangabe vom kingwiki.de übernehme. Vielen Dank dafür. Mithilfe alter Magie von den Mani, einer Gruppierung innerhalb der Bewohner der Colorprint Sturgis, gelingt es dem Quartett, die Tür zu öffnen. Entgegen dem ursprünglichen Plan landen Jake und Per Callahan im New York 1999, dem Jahr und Ort an oder in dem Susanna Mia gelandet ist. Eddie und Roland dagegen landen im Jahr 1977, dem Jahr und Ort an und in dem Kelvin Tower und Aaron Deep Know von Balthazar geflüchtet sind. Die folgende drei Handlungsstränge laufen mehr oder weniger zeitgleich ab. Fangen wir mit Susannas Erlebnissen an. Susanna Mia ist in New York 1999, irgendwann am Nachmittag. In der roten Bowlingtasche findet sie eingenäht eine kleine Schildkröte, die hypnotisierende Wirkung auf alle Menschen zu haben scheint. Mit Hilfe der Schildkröte lässt sie sich von einem Fremden ein Hotelzimmer buchen und etwas Bargeld geben. Susanna erhält telepathisch eine Nachricht von Eddie, dass sie Mia hinhalten soll, weil Eddie gesehen hat, dass Jake und Callahan erst eintreffen werden, wenn es dunkel ist. Susanna verspricht Mia, die Angst vor vielen Menschen in dieser unbekannten modernen Welt hat, ihr zu helfen, wenn Mia ihr im Gegenzug die Wahrheit verrät. Die Wahrheit darüber, wessen Baby sie austrägt und wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass Mia Besitz von ihr übernommen hat. Mia war ein Dämon. Jener Dämon, der Roland vergewaltigt hat und ihm bei dieser Gelegenheit den Samen gestohlen hat. Und Mia war auch der Dämon, der Susanna vergewaltigt hat, als die drei Revolvermänner Jake zu sich geholt haben. Folglich ist das Baby in Wahrheit Rolands Kind. Mias Wunsch nach einem eigenen Kind war so stark, dass sie von Sayer, einem Diener des Scharlachroten Königs, benutzt und mit dem Versprechen betrogen wurde, dass Mia das Kind aufziehen dürfe. Rolands Kind sollte Roland töten und ein Brecher, der größte Brecher werden, der die letzten bestehenden Balken zum Einstürzen bringen kann. Obwohl Susanna immer wieder auf Mia einredet, dass sie von Sayer betrogen wird, glaubt ihr diese nicht und begibt sich am frühen Abend dennoch auf den Weg ins Dixie Peak, der Ort, an dem sie ihr Kind auf die Welt bringen soll. Als sie dort eintritt, ist das Lokal voll von niederen Männern und Vampiren. Mia verlässt Susannas Körper und die beiden Frauen werden auf Betten gelegt und mit Metallkappen geistig miteinander verbunden. Und dann werden die Wehen stärker und das Baby kommt auf die Welt. Jetzt die Geschichte von Jake und Per Callahan. Zeitgleich landen Jake und Callahan in New York und begegnen einem Priester, dem zuvor auch Susanna schon begegnet ist.
Er teilt ihnen mit, dass sie in jenes Hotel gehen sollen, in dem Susanna Mia ein Zimmer gemietet hat. Dort angekommen, öffnen sie den Zimmersafe und finden die Tasche mit der schwarzen 13. Nur Callahans Glaube kann die beiden davor bewahren, dass die Macht der Macht der schwarzen 13 zu erliegen. Sie nehmen die Tasche mit der Kugel und die Tasche mit den Urizas, den Wurftellern, mit. Um zu verhindern, dass jemand die Kugel findet, sperren sie die Tasche in ein Schließfach und fahren anschließend ins Dixie Pig. Vor dem Lokal finden sie die kleine Schildkröte, die Susanna ihnen in einem Moment von Mias Unachtsamkeit im Rinnstein dort für die beiden hinterlassen hat. Per Callahan mit Jakes Ruger bewaffnet und Jake mit den Tellern bewaffnet, beschließen, das Dixie Pig zu stürmen und Susanna zu befreien. Und zu guter Letzt die Geschichte von Eddie und Roland. Eddie und Roland werden im Jahr 1977 bereits von Balazars Männern erwartet. Verraten von Mia, die durch das Lesen von Susannas Gedanken genau wusste, in welches, wann und wo die beiden wollten. Nach einer Schießerei gegen Balazars Männer, die sie mit Hilfe eines Einheimischen gewinnen, werden sie von jenem Mann in dessen Haus mitgenommen. Er ist eine Art Hausmeister für all die Ferienhäuser und kann den Revolvermännern sagen, wo sie Kelvin Tower finden. Außerdem bestätigt er deren Verdacht, dass es den damals noch nicht sonderlich berühmten Schriftsteller namens Stephen King wirklich gibt und dass er ganz in der Nähe wohnt. Eddie und Roland machen sich auf den Weg zu Kelvin Tower, wo sie nach langem Hin und Her einen Kaufvertrag aufsetzen, der die Ted Corporation zum Besitzer des unbebauten Grundstücks in New York macht. Danach begeben sich die Revolvermänner zu Stephen King. Als dieser die beiden erblickt, flackert ein Wiedererkennen in seinen Augen auf, bevor er in Ohnmacht fällt. Nachdem er seine Fassung langsam wiedererhalten hat, fragen ihn Eddie und Roland nach seinen Büchern. King erzählt ihnen, dass er angefangen hat, eine Geschichte zu schreiben. Allerdings endet diese Geschichte an dem Punkt, an dem Roland Jake fallen lässt. King gesteht den Revolvermännern, dass er sich die Geschichte nicht wirklich ausgedacht hat, sondern nur geschrieben hat, was durch ihn hindurchgeflossen ist und aufgehört hat, an der Geschichte zu schreiben, weil er Angst bekommen hat. Roland beschließt, King zu hypnotisieren und weist ihn unter Hypnose an, dass er an der Geschichte weiterarbeiten soll und dass er den Besuch von Roland und Eddie vergessen soll. Das Buch endet an diesen drei Stellen in der Geschichte. Im Anhang sind Auszüge aus Stephen Kings Tagebuch zu finden, die teilweise erklären, wie King zu seinen Storys kam, woher er seine Inspiration bekommen hat und teilweise, wie sie mit der Dunkle Turm zusammenhängen. Wunderbar. Ich danke dir für die Zusammenfassung und wir danken natürlich auch nochmal dem King-Wiki, das uns in vielerlei Hinsichten oftmals die Arbeit so sehr erleichtert. Wenn euch irgendwas daran stört, dann sagt uns das bitte. Wie gesagt, wir sind ein komplett non-kommerzielles Format. Wir verdienen hiermit kein Geld, wir machen das nur aus Spaß. Und ich denke, in diesem Sinne könnt ihr uns das auch verzeihen, wenn wir uns ein bisschen an euch mit entlanghangeln. Gut, das dazu. Ja, Hendrian, wie hat dir denn diese Geschichte gefallen? Ich fange mal erst damit an, was mir nicht so gefallen hat. Mhm. Im Gegensatz zu, ich glaube, allen anderen Turmbüchern, die ich bis hier gelesen habe, hat mir diese Unterbrechung mit jemand erzählt eine Geschichte von ganz früher gefehlt. Hm. Ansonsten fand ich das ein großartiges Buch. Das Ende war zwar etwas abrupt, aber das Buch fand ich cool. Okay. Ja, dass das Ende abrupt ist, da hast du vollkommen recht und das hat mich auch gezeckt. Tatsächlich macht es aber halt Sinn, wenn man weiß, dass tatsächlich der dritte Teil dann auch gleich im Anschluss wieder kam. Es macht halt echt Bock zum Weiterlesen. Ja, auf jeden Fall. Also rein vom Marketing-Gesichtspunkt war das, glaube ich, eine sehr gute Entscheidung. Ja, also ich habe in einigen Rezensionen gelesen, dass die Leute sich beschweren, es wäre überhaupt kein richtiges Buch. Am Anfang ist es nur ja, ein Epilog zu Wolfsmond und dann gehen wir weiter zu einem Prolog für den Turm. Ich kann verstehen, warum man das denkt. Weil wir haben eigentlich keine Handlungsebene, die wirklich abgeschlossen ist, aber trotzdem
finde ich es interessant auf jeden Fall. Ich hatte es als nicht so gut als Turmbuch, was immer noch ein gutes Buch ist, aber nicht so gutes Turmbuch in Erinnerung. Hatte aber tatsächlich viel Spaß jetzt nochmal beim Lesen. Und da muss ich sagen, das ist genau der Punkt, der bei mir nicht so gut funktioniert hat, weil ich genau auf diese Fraktion bin, das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Das ist eigentlich nicht wert, ein eigenständiger Roman zu sein. Ich verstehe aber, warum er das als eigenständigen Roman machen musste, wenn man überlegt, wie lang Wolfsmond war und wie lang der Turm wird. Das wäre, glaube ich, tatsächlich zu viel gewesen, das auf die zwei Romane noch aufzuteilen. Aber mir hat das Buch teilweise echt Bauchschmerzen gemacht. Nicht mal unbedingt inhaltlich, sondern ich habe wahnsinnige Probleme zum Beispiel mit der Form gehabt, dass wir diese drei so deutlich voneinander abgegrenzten Handlungsräume haben. Wie ging es euch denn damit, dass wir die Party so gesplittet haben? Das fand ich gar nicht so schlimm. Also ich kenne das aus anderen Geschichten, dass halt verschiedene Handlungsstränge parallel laufen und ineinander fließen dann teilweise. Also das ist, finde ich, gängige Praxis und das schadet auch nicht. Also ich habe mich daran kein bisschen gestört. Mir ging es auch tatsächlich nicht unbedingt darum, dass die getrennt sind, aber dadurch wir vorher so einen großen Wert auf dieses Konzept des Quartett legen, hat es mich halt genervt, dass wir zu keinem Zeitpunkt alle drei Gruppen wieder zusammenführen in diesem Buch. Sondern sie bleiben ja über das komplette Buch getrennt voneinander noch. Ja, jeder Rollenspieler weiß, never split the party. Hier müssen sie sie nun mal aufsplitten, weil Susanna ist schon weg und sie haben zwei Ziele, die sie zeitgleich verfolgen müssen. Und sie machen quasi das, was man auf keinen Fall machen soll. Dadurch kommt, finde ich, ein bisschen Spannung rein. Okay. Ja, ich sehe das auch so. Mich erinnert das an, und jetzt kommen wir hier wieder zu dem großen Klischee, aber an Herr der Ringe. Weil da hast du ja auch diese ganz vielen verschiedenen Handlungsstränge, die eigentlich parallel nebeneinander laufen und erst am Ende irgendwie wieder zusammengeführt werden. Und King hat ja selbst schon von Anfang an gesagt, dass das auch eine Inspirationsquelle für ihn war. Ich habe die Trennung für mich gar nicht als so krass empfunden. Weil ich immer das Gefühl hatte, die arbeiten zwar als separate Teams, aber so eng an dem gleichen Problem, dass das für mich nicht wirklich getrennt schien. Klingt das in irgendeiner Form logisch? Ja. Ja, das wird ja auch dann dadurch noch deutlicher, dass sie ja die Aufgaben des jeweils anderen Teams übernehmen müssen, weil sie im falschen Dings gelandet sind. Ja, und ich glaube, was das auch noch ein bisschen unterstützt, ist, dass wir hier wieder diese telepathische Verbindung so reinbringen. Eben durch den Dogen, in den Susanna sich dann teilweise zurückzieht, durch diese Botschaften zwischen Jake und Eddie und Eddie und Susanna und Jake und Susanna und so weiter. Das fand ich ganz hübsch. Was mir allerdings sehr gefehlt hat, war Oi in diesem Buch. Oi war irgendwie vernachlässigt diesmal. Oi. Wollen wir mit Susannas Handlungsstrang ein bisschen anfangen? Ja, das ist wahrscheinlich das Sinnvollste, weil an dem richten sich die anderen Handlungsstränge aus. Denn hier ist mein nächstes Problem mit diesem Buch. Ich habe ja schon mal erwähnt, ich mag die Handlungsteile nicht in New York. Und das ist halt genau dieser Strang. Und das nimmt halt den größten Teil des Buches ein. Und ich werde damit einfach nicht warm. Ich habe wahnsinnig viel Spaß gehabt in allen Szenen, wo Susanna quasi nach Discordia switcht, wo wir diese Palaver-Szenen haben, weil ich da die Atmosphäre wieder unglaublich gut fand. Aber diese ganze Beschreibung von New York und wie sie da die Zeit verbringt, ich habe dafür absolut kein Gefühl. Ich wünschte mir, ich hätte es, aber es kommt nicht zustande. Das ist spannend, weil mir ging es genau andersrum. Okay. Diese ganzen Discordia-Schloss-Dingsies haben für mich überhaupt nicht funktioniert. Ich weiß nicht warum, das wirkte auf mich sehr nicht genug beschrieben, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es am Hörbuch lag oder für mich kam da nicht das Feeling auf. Also
in den Büchern vorher, wo Mia in diesem Festsaal sitzt und sowas, das war viel, viel anschaulicher, viel plastischer für mich, als das, wo sie auf den Zinnen stehen und sich unterhalten. Okay. Die New York-Szenen hingegen, vielleicht ist es auch ein bisschen Gewöhnungseffekt, wurden für mich von Band zu Band besser. Und hier fand ich sie richtig gut. Das ist spannend. An der Stelle, wie stehst du denn zu den New England-Szenen? Haben die für dich funktioniert? Weil ich habe für mich gemerkt, ganz gut, ja. Ich habe für mich gemerkt, dass für mich wirklich nur New York nicht funktioniert. Also es ist nicht der Knackpunkt von der echten Welt, der mich stört, sondern es ist wohl tatsächlich, dass ich das Prinzip New York nicht verstehe. Okay. Nee, die New England-Sachen, die fand ich auch ganz gut. Die fand ich nicht so eindrucksvoll wie die New York-Szenen. Aber durchaus vorstellbar und wo man sich reinversetzen kann, ja. Also ich habe auch bei den New York-Szenen quasi eine geistige Reizüberflutung direkt vor Augen gehabt und dass es alles viel zu schnell und zu hektisch ist und sich aber trotzdem jeder um sich selbst kümmert und dem anderen keine Beachtung schenkt. Mhm. Außer dem Priester von der Heiligen Kirche der Gottbombe. Der ist cool. Ich hatte mit jedem Handlungsstrang ein paar Probleme, also mit jedem Handlungsort. Und im Großen und Ganzen hat es mir aber gefallen. Also, was mich ein bisschen gestört hat, war Balthasar, weil den konnte ich noch nie leiden. Mhm. Deswegen ist alles, was sich mit ihm beschäftigt, das, da habe ich immer gehofft, komm, hoffentlich schießt jetzt und dann ist es schnell vorbei. Weil der ist für mich einfach nur ein Faktor, der die Handlung ein bisschen auffällt. Aber ansonsten, New York, also ich fand es besser als in den vorangegangenen Büchern auch. Und ich fand so die Ideen, wie zum Beispiel, wir verstecken die Kugel in einem Schließfach im World Trade Center, was soll da schon passieren, fand ich ganz lustig. Ich weiß, dass mir das damals beim ersten Lesen ein bisschen komisch aufgestoßen ist, aber gut, das war 2004. Das war vielleicht noch ein bisschen zu nah, aber ja, mittlerweile finde ich das eine echt gute Idee. Was ich tatsächlich ganz hübsch fand in diesen New York-Szenen, um mal die positiven Seiten rauszufinden, wir haben hier tatsächlich deutlich mehr Interaktion mit der Umwelt, als wir vorher hatten. Weil wir hier eben diesen Straßenpriester haben, weil wir hier die Leute in diesem Hotel haben. Und das waren Einblicke in New York, die wir ja in den Bänden vorher nie hatten. Da hatten wir 2, 3 Kontaktpersonen und das war's halt. Also das hat mir schon gut gefallen. Und gerade, dass Susanna sich in dieser Zeit ja auch so fremd fühlt, das hat für mich tatsächlich auch funktioniert. Also gerade, dass sie eben verwirrt ist, dass die Leute nicht mehr ganz so rassistisch sind, wie sie zu ihrer Zeit waren. Andererseits die Beschreibung von den fotografierenden Japanerinnen. Ich weiß, Jonas, dir ist die auch hart aufgestoßen. Ja, absolut. Das ging mir nicht anders. Aber diese gefühlte Fremdheit, die hat für mich schon ganz gut funktioniert. Ja, das war so ein bisschen Fish-Out-of-Water-Comedy, nur ohne Comedy. Oder, nein, doch, lustig war es ja auch teilweise, also das kann man ja nicht sagen. Was mich hier tatsächlich ein bisschen gestört hat, ist, und das mag ich eigentlich sonst, ist aber die Akzeptanz des Bizarren. Also die Sache mit der Schildkröte. Hey, ich halte die Schildkröte hoch und die hypnotisiert alle. Das fand ich irgendwie ein bisschen lächerlich, teilweise. Aber das hatten wir ja eben schon etabliert mit dem Schlüssel. Also im Kontext ja. des Buches verstehe ich, dass das einfach so hingenommen wird. Ja, das verstehe ich auch, aber ich hätte es mit dem Schlüssel auch eher verstanden als mit der Schildkröte. Das ist interessant. Warum? Kann ich nicht erklären. Okay. Für mich sind Schildkröten, ich meine, Schildkröte ist ja sowieso hier nicht nur in diesem Buch, auch bei Ace hatten wir es ja, ein mächtiges Symbol. Ich habe jetzt nicht geguckt, wofür Schildkröten doch symbolisch alles stehen können, aber irgendwie fand ich es in diesem Kontext merkwürdig. Mich würde halt wirklich interessieren, ob King mit Pratchett vertraut ist. Oder mit Futurama. Oder das. Ich vermute sogar beides. Ohne es zu wissen, aber King kennt sich
mit Literatur und mit Popkultur aus. Ja, das ist auf jeden Fall richtig, das stimmt. Ganz hübsch fand ich auch tatsächlich den Moment, als Jake und Callahan in New York dann landen. Allein dieser Wutanfall, den Jake hat vor diesem Taxifahrer. Großartig. Das war eine der besten Szenen im ganzen Buch für mich. Ah, ich muss mich kurz dran erinnern, aber ja, doch, das war nett. Ja. Und halt hier auch eben wieder dieser Priester, und das ist ja so eine Figur, die hat diese Figur mit der Gottbombe, dieser Straßenpriester oder Prediger, der hat mich so krass an so eine Distant-Welt erinnert. Der passt für mich in eine Distant-Welt vollkommen rein. Und ich könnte euch das Gefühl nicht erklären, aber irgendwie gehört der hin. Der fühlte sich für mich halt nicht an wie der obligatorische geisteskranke Straßenprediger, der wie die üblichen Verrückten in New York halt so rumlaufen. Der fühlte sich wichtig an, obwohl der eigentlich keinerlei Relevanz hat. Ja, stimmt. Der klang wie jemand, der nochmal auftaucht. Hm? Ich erinnere mich tatsächlich nicht, ob der nochmal auftaucht, aber ich bin gespannt. Also ich glaube mich nicht daran zu erinnern, dass er wieder auftaucht. Wenn, dann hat er irgendeinen Twinner, an den ich mich nicht erinnere. Oder er soll halt das Ebenbild von Moneyman sein. Das kann auch sein, dann ist es halt eine sehr dünne Referenz. Apropos Money, was da so ein Moment war, wo ich gedacht habe, war die Erwähnung, dass die ihre Fingernägel nur einmal im Jahr schneiden. Ja, fand ich allerdings unter dem Aspekt, dass das ja so ein bisschen eine magische Truppe ist, wieder ganz putzig, weil Haare und Nägel und natürliche Auswüchse von Körpern haben ja in der magischen Praxis durchaus eine Bedeutung. Ja, ich würde es verstehen, wenn das so irgendwie Mönche in einem Kloster wären, aber die leben in einer Westernstadt, das muss total unpraktisch sein. Zumindest können sie sich sehr gut am Hintern kratzen. Wie hat euch denn diese Szene in der Torii-Höhle überhaupt gefallen? Weil ich fand das ganz interessant, dass im Prinzip der Turm als Entität Eddie davon abhält, seinen Job zu tun und ihn eben auf diese andere Mission schickt. Denn das war ja eine direkte Intervention im Prinzip. Wie steht ihr dazu? Du merkst, es ist uns allen aufgefallen. Ja. Ich hab das nicht mitbekommen. Freunde, es steht, und zwar wirklich im Buch. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich fand das eine ganz hübsche Idee. Im ersten Moment. Aber irgendwie im Nachhinein kam es mir halt so ein bisschen holzhammerig als Begründung vor, von wegen, man hätte das bestimmt auch eleganter lösen können. Ja, natürlich hätte man das eleganter lösen können. Unter dem Aspekt, K ist ein Wind, und unter dem Aspekt, das Schicksal oder die Macht, die da dahinter steht, die hat es halt einfach gar nicht nötig, subtil zu sein. Die zeigt dir halt einen Finger und lacht dich halt noch blöde aus. Auch wieder wahr. Das finde ich halt eigentlich das Schöne daran, dass sie halt so, was soll ich mir jetzt für dich die Mühe machen, mir hier irgendwie eine eloquente Ausrede einfallen zu lassen. Du kommst hier nicht rein, Krach. Das fand ich persönlich sehr witzig. Ich finde es interessant, wie wenig Erinnerungen ich wirklich an diesen Abschnitt habe. Jetzt, wo ihr drüber redet, kommt es mir langsam wieder, aber ich weiß da echt auch nicht mehr viel. Nee, bei mir gar nicht. Ja, ist ja nicht schlimm. Ich aber weiß nicht. Ich glaube, ich fand's komisch, weil in den Büchern vorher sind es oft so viele Subtilitäten, um die es geht. So von wegen, du darfst hier nicht drauf hören oder ne, es wird nach deinem Gedächtnis greifen und hier ist eine Stimme, die komische Dinge sagt. Und dann hast du hier einfach so den Holzhammer. Ja, aber wie gesagt, also für mich ist das tatsächlich so ein Ding, dass es eben jetzt nicht mehr subtil ist.
ist für mich ein Ding, Junge, wir sind jetzt im Endgame, ich habe jetzt keine Zeit mehr für deinen Schwachsinn. Ja, guter Punkt. Also ich mag das überdeuten, das will ich nicht ausschließen. Aber für mich hat das tatsächlich funktioniert. Soweit habe ich in dem Moment nicht gedacht, aber wenn du es so sagst, klingt es nachvollziehbar. Wie findet ihr denn überhaupt die Aufteilung, die wir jetzt gewählt haben? Ja, Susanna und mir ist eine Entität oder eben nicht, die steht für sich alleine. Aber wie steht ihr dazu, dass wir Roland und Eddie nach Neuengland geschickt haben und Callahan und Jake nach New York? Auf den ersten Blick sieht es ein bisschen nach einem Ungleichgewicht aus. Halt der alte Priester und das Kind und die zwei erwachsenen Männer auf der einen Seite, diese zwei Paare. Mhm. Andererseits glaube ich, dass Eddie wirklich jemanden braucht, der ihn ein bisschen in Schach hält. Dass er nicht kein Blödsinn baut. Ja, und vor allem keine Ausreden findet, jetzt sich ablenken zu lassen von seiner jetzigen Mission, glaube ich. Mhm. Ja. Für mich war das eine sehr logische Aufteilung eigentlich. Mhm. Ja klar, du denkst, den Jungen schicken wir mit dem Priester weg. Hey, was denn? Ich komme aus Mainz. Klar, Susanna und Mia ziehen los. Und dann entwickelt sich daraus so dieses Fuchs-Gans-Futtersack-Problem mit dem Boot und der Insel, wisst ihr? Du kannst Eddie nicht hinterher schicken, weil dann macht er Unfug. Das heißt, du musst ihn woanders hinschicken. Dann bleibt nur noch der alte Mann und das Kind übrig und so. Und deswegen schien mir das eigentlich sehr logisch, diese Aufteilung. Mir ging es ähnlich. Für mich war die Aufteilung aber aus einem anderen Grund logisch. Weil für mich die Gefahr, die auf Mia und auf Susanna in New York wartet, war tatsächlich eher eine magische als eine weltliche. Als eine gewalttätige, die sich mit Feuerkraft lösen lässt. Deswegen ist es sinnvoll, den Magus, also den Priester, und das unschuldige, in Anführungsstrichen, Kind dahin zu schicken, weil die mit Magie eher fertig werden als so ein Holzkopf wie Roland zum Beispiel. Das richtige Werkzeug für den richtigen Job. Quasi. Ja, genau. Und halt so Sachen wie die ganze Schießerei in Neuengland, auch wenn sie davon nichts wussten, das ist halt tatsächlich eher das Handwerk von den nicht wie nachdenken, sondern zuhauen Typen. Von daher hat für mich die Aufteilung schon Sinn gemacht. Hätte es dann nicht gereicht, nur den Jungen nach New York zu schicken und ihn da auf den Gottbombenpriester treffen zu lassen und ihn den mitnehmen zu lassen? Ja, aber wir hatten ja jetzt Callahan einmal angerissen und wollten ihn noch loswerden. Also glaube ich tatsächlich, das habe ich ja schon in der letzten Folge erwähnt, dass wir Callahan hier wieder ausgebuddelt haben. War für mich wieder eine reine Nabelschau. Das war wieder nur um, damit King, haha, guckt mal, ich hab da was. Das ist so ein, genauso wie King immer seine Gastauftritte in seinen Fernsehfilmen und so hat, so war der Auftritt von Callahan in Wolfsmond. Und jetzt hatte er den Gag gemacht und der Gag war verbrannt und jetzt müssen wir ja mit dem noch irgendwas anstellen. So hat sich das für mich angefühlt. Für mich war es halt komisch, dass du quasi eine doppelte Priesterrolle, dass du zwei Priesterrollen hast. In einer Szene. Ich hätte es vollkommen logisch gefunden, hätte Eddie den Pastor mitgenommen und ihn auf Stephen King treffen lassen. Ja, stimmt. Auch interessant. Ja, dann wäre gleich mit zwei, oder die haben zwei seiner Charaktere aus zwei verschiedenen Büchern. Aber ich finde eigentlich nicht, dass das Callahan in Wolfsmond nur so ein Cameo-Auftritt hatte. Der hatte schon einen größeren Anteil an der Story. Also das auf jeden Fall. Ja. Aber der Grund dafür, dass er einen Auftritt hat überhaupt, ist für mich so ein Haha, guck mal, ich habe ein Easter Egg. Das weiß, bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, er hatte schon immer was mit ihm vor, als er damals in Bren Mussade mit dem Bus gestiegen ist und er wusste halt nie was. Und vielleicht. Ja, vielleicht ist er jetzt einfach. Er schreibt es ja nicht, er kriegt ja die Geschichte erzählt. Na, okay. Mhm.
Hat euch der Anteil von Jake und Callahan gereicht in diesem Buch? Weil mir war ja echt zu dünn. Ja, die beiden ziehen echt den kurzen Strohhalm bei der Handlungsebene. Da passiert ja nicht viel. Und die gehen nach New York, die treffen den verrückten Priester, ein bisschen hin und her mit der Kugel und dann bereiten sie sich auf das große finale Shootout vor und dann war es das. Also hier fehlt tatsächlich eine Entwicklung, das ist mir auch aufgefallen. Wo ich an der Stelle nochmal eine kurze Frage zu hätte, habe ich da einfach Gedächtnislücken oder seit wann kann denn Jake mit den Tellern umgehen? Es wird nicht erwähnt, dass er es kann in den vorhergehenden Büchern, aber Roland sagt in Wolfmund sowas, ich habe keinen Revolvermann jemals gesehen, der mit einer neuen Waffe nicht sofort umgehen kann. Wird nicht irgendwo auch erwähnt, dass er und Benny Slideman heimlich geübt haben? Mhm, ja. Genau. Mhm. Und Roland hatte ihn als Ersatzmann für Susanna geplant mit den Tellern. Ah, dann hatte ich doch einfach Gedächtnislücken. Okay. Ja, genau. Gehen wir zu mir und Susanna. Weil da muss ich sagen, auch wenn rein mengenmäßig für mich Jake und Callahan relativ wenig Anteil hatten, ich weiß es nicht. Das hat sich für mich nicht nach wesentlich mehr Substanz angefühlt, was zwischen den beiden passiert. Nee, rein handlungsmäßig war es ja, glaube ich, auch gar nicht so viel. Die haben halt viel miteinander geredet. Ja, relativ viel so Charakterentwicklung halt. Den Charakterentwicklung finde ich halt das falsche Wort, weil Entwicklung gibt's da keine. Susanna ist Susanna und entwickelt sich nicht weiter. Sie empfindet nur ein bisschen Verachtung und ein bisschen Mitleid in gleichen Teilen. Ja, okay, Entwicklung ist da wirklich das falsche Wort, ja. Charakterstudie? Ja, okay, das kann ich hinnehmen. Also, erstmal grundsätzlich, wir haben uns beim letzten Buch ja drüber beschwert, wie schlimm der Charakter eigentlich ist. Dass er überhaupt nicht definiert wird, sondern nur über Äußerlichkeiten eigentlich. Mhm. Das fand ich hier besser. Nicht viel besser, aber besser. Ja, weil es hier weniger Bewertung von außen gibt. Genau, einfach. Ja. Und sie hat nicht viel zu tun. Außer auf der inneren Ebene, sage ich mal. Mhm. Wäre da noch ein bisschen mehr auch gewesen, hätte mir es noch besser gefallen. Aber er hat es geschafft, hier diesen Charakter wenigstens noch mal so ein bisschen interessanter zu machen. Auch wenn sich das Ganze irgendwie echt zieht. Echt, fandst du? Also gerade die Susanna-Handlungsebene, da hätte ich manchmal schon so gern so ein bisschen an der Kurbel gedreht, damit es schneller geht. Ich fand das unglaublich gut. Das hat mir wirklich, wirklich Spaß gemacht mit diesem ganzen Verfall auch vom Dogen, wo es immer wieder hin zurück flieht quasi und wie alles immer weniger funktioniert und sich Risse auftun und ich hatte da richtig Spaß dran. Dieses Belauern der beiden und ja. Fand ich gut. Also ich sag mal so, diese Szene oder diese Szenen im Dogen, die haben mir sehr gut gefallen, weil es quasi diese Selbstbeherrschung von Susanna zeigt, dieses Revolvermanntum von ihr tatsächlich. Und ja, Flo, wie gesagt, ich bin bei dir. Das ist aber nur deshalb besser, diese Darstellung, weil es jetzt weniger Beurteilung von außen gibt, nicht weil die Beurteilung von außen besser wäre. Da bin ich komplett bei dir. Was mir sehr gut gefallen hat, auch wenn ich dieses ganze Zusammenspiel eher ein bisschen blasser fand, als ich gedacht hätte, war, dass wir hier Odetta und Detta wieder ein bisschen deutlicher haben. Das hat mir tatsächlich gut gefallen. Und dass du eben diese Joker-Figur noch hast. In dieser Zweisamkeit. Ja, dass die Zweisamkeit eine Viersamkeit ist, das hat man schon ein bisschen gemerkt, ja. Ja, es ist nach wie vor nicht der beste Charakter in dieser Saga, muss man leider so sagen.
ganz, wenn man es ganz genau nimmt, ist sie auch hier wieder nur Mittel zum Zweck. Richtig. Wenn du sagst, das ist nicht der beste Charakter in der Saga, ich finde den nicht blasser als die anderen auch. Nee, blasser nicht, nur schlechter. Okay, inwiefern schlechter? Ich kann dir das nicht verargumentieren, ohne dass ich bis aufs Ende spoilere, und das will ich noch nicht. Okay. Warte diesen Schreikrampf ab, bis wir im Turm sind. Dann kriegst du den versprochen. Dankeschön, ich werde dich daran erinnern. Oh, keine Angst, daran wirst du mich nicht erinnern müssen. nein, aber... wie gesagt, sie hat mir hier schon ein bisschen gefallen, was mich stört. Ich habe im letzten Buch behauptet, für mich war das letzte Buch ein Jake-Buch. Und ich wage in den Raum zu schmeißen die Voraussage, dass für mich der Turm zu einem sehr großen Teil ein Eddie-Buch werden wird. Ohne das verargumentieren zu wollen, ohne zu spoilern. Das hier ist ein Susanna-Buch und wir kriegen von Susanna nicht genug mit, als dass ich es erwartet hätte. Dass dafür, dass es ein Susanna-Buch ist. Ist das für dich wirklich ein Susanna-Buch? Da würde ich nämlich auch widersprechen. Für mich steht hier Susanna nicht unbedingt im Vordergrund, sondern was für mich am präsentesten war, sind Eddie und Stephen King. Also ich würde sogar so weit gehen und sagen, Susanna ist hier eigentlich nur der MacGuffin, um den sich die Handlung spinnt. Ich gebe euch recht, aber ich glaube, es war anders gemeint. Ja, gemeint, ja. Puh. Nein, aber versteht ihr, was ich sagen will? Ich glaube tatsächlich, es war intendiert als Susanna-Buch und es wurde die Matche, die es ist. Ja gut, aber wie soll man denn vorher wissen, wie ein Buch wird, wenn man es noch nicht geschrieben hat? Ich weiß zum Beispiel, dass das Buch, das ich irgendwann schreiben werde, echt toll wird. Ja, das ist... ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich da mit dir mitgehe, dass das ein Jake-Buch war, dass das ein Susanna-Buch hätte sein sollen und dann ein Eddie-Buch. Ich weiß, warum du das denkst, auch mit dem Blick auf den Turm. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich die Intention war. Okay. Ja, wie gesagt, ist nur eine Theorie von mir. Jetzt müssen wir uns, glaube ich, aber tatsächlich nochmal über den Charakter Mia unterhalten. Weil das Gruselige ist, gut, wir haben mit Mia einen neuen Charakter im Prinzip. Ich finde, Mia hat in diesem Buch wesentlich mehr Entwicklung und wesentlich mehr Charakter allgemein als Susanna. Und das ist halt das, was mich auch wieder nervt. Definitiv. Wie hat sie euch denn gefallen? Wie hat ihr euch ihre Darstellung denn gefallen? In den Büchern oder in dem Buch vorher war sie für mich mehr, ja, auch durch diese ganzen Szenen, wo sie im Tümpel rum Frösche jagt, hatte sie durchaus was sehr Animalisches. Hier kam sie mir mehr oder kam sie mir zusehends verloren, naiv, kindlicher. Hoffnungsvoll und verraten und enttäuscht vor und durchaus ein Charakter, mit dem ich Mitleid hatte. Mhm. Weil für mich immer wieder rauskam, dass sie sich an jeden Strohhalm klammert und an falsche Versprechungen klammert, nur um menschlich sein zu können. Ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist. Um Mutter sein zu können. Ja, aber... Ja, rein vom Bauchgefühl her deckt das für mich das nicht komplett ab. Primär, um Mutter sein zu können, ja. Aber ich hatte das Gefühl beim Lesen, dass ihr diese Wärme, die man als normaler Mensch wohl angeblich mit Menschsein verbindet, fehlt. Ja, aber... ich glaube tatsächlich, und das ist auch wieder mein Problem, das ich mit ihr habe,
sie glaubt halt, oder so ist zumindest für mich dieser Charakter geschrieben, dass diese menschliche Wärme, die einzige menschliche, zwischenmenschliche Wärme, die sie als echt empfinden kann, überhaupt nur diese Mutter-Kind-Bindung ist. Da würde ich dir recht geben, weil das der einzige Aspekt eines Menschen ist, den sie hat. Ja, aber ich glaube, sie will darüber hinaus auch wirklich nicht mehr haben. Und da würde ich dir widersprechen, das kam mir anders vor, ich könnte es nur nicht belegen. Ich genauso wenig für meinen Teil. Sehr also gut. Da sind wir auf gleicher Ebene, glaube ich. Wie steht ihr denn dazu? Ja, sie wirkt dieses Naivheit letztlich, wie sie wirkt. Ich glaube, das ist halt, dass sie aus ihrer ursprünglichen Dämonengestalt jetzt auch körperlich menschlich wird und sie halt viel weniger Macht hat, als sie vorher hatte. Mhm. Und dann auch noch eine viel lautere Welt als dieses düstere irgendwas. Mhm. Und ich glaube, das ist schon ziemlich einschüchternd. Ja, sie war ein mächtiger Dämon in einer gewalttätigen Welt und jetzt ist sie ein kleines Mädchen in einem komplett fremdartigen Moloch. Ich habe halt das Gefühl, sie wird halt tatsächlich realer. Und desto mehr sie real wird, desto angreifbar wird sie logischerweise auch. Und das fand ich tatsächlich ein hübsches Element. Ja, da gebe ich dir völlig recht. Was mich allerdings schon wieder an dieser Figur genervt hat, dadurch sie ja wieder die einzige Frauenfigur ist, die wir hier als Vergleich haben. Wir haben hier wieder dasselbe Problem, wie wir es immer haben. Frauen im King-Universum sind entweder dümmlich oder zwar zu was zu gebrauchen, aber nur als Werkzeug. Oder sie sind Verderberinnen. Ich meine, ja, sie ist ein Ringgeist, sie ist ein Sexualdämon, alles gut. Natürlich hat sie daran Spaß, Männer zu verderben, Männer in den Abgrund zu reißen und so weiter. Dadurch aber wir nur solche Frauenrepräsentationen finden, nervt's mich wieder massiv. Ja, ist nachvollziehbar. Ich meine, ich weiß nicht, ob es euch anders geht, aber mir ist in diesem Ganzen, und ich rede jetzt nicht nur mal nur vom Turm, aber mir ist in dem ganzen King-Universum echt noch keine Frau jetzt spontan aus dem Hirn gekommen, die mehr als diese drei Prototypen sind. Doch, ich glaube, wir hatten schon welche. Und ich bin mir sicher, dass jetzt in näherer Zukunft noch auf jeden Fall welche kommen. Da werden wir wahrscheinlich dann auch nochmal drüber diskutieren müssen. Aber hier, gerade im dunklen Turm, gebe ich dir vollkommen recht. Wollen wir ins Dixie-Pick gehen? Oder wollt ihr noch tatsächlich auf diese Zeit, die wir verdrödeln im Hotelzimmer und was sie da so erlebt? Weil ich muss sagen, das blieb für mich alles schwammig. Das hatte für mich keine Relevanz, wie sie den Typ besticht mit der Schildkröte und so weiter. Aber wenn ihr da ein Element habt, worüber ihr reden wollt, dann voll frei. Also für mich war das der Teil, von dem ich vorhin gesagt habe, ich hätte gerne die Kurbel angesetzt. Genau. Ich bin mir gerade nicht sicher. Wollen wir vielleicht nochmal über die Hypnose mit der Schildkröte generell sprechen? Können wir tun. Hast du Fragen oder hast du Ideen? Ich bin unsicher. Ich war erstaunt beim Lesen. Okay. Die zeigen ihren, ich nenne es jetzt mal Opfern, die Schildkröte. Mhm. Und ich war total erstaunt, dass das in den allen eine Gier auslöst. Ich hätte damit gerechnet, dass es sehr viel, dass es mehr Unterwürfigkeit auslöst. Mhm. Vielleicht ist das wieder was ich nicht gerafft habe. Wo kommt diese Gier her? Für mich ist das, die Schildkröte ist das Weise. Da sind wir uns erstmal einig, oder? Ja, wie schon in Es. Dass das Weise
nicht zwangsweise was rein Gutes ist, ist ein Punkt, den ich gerne zur Diskussion stellen will. Ja. Das Weiße ist ja nicht gleich das Gute. Eben. Das, ja, das sehe ich auch so, genau. So, und da kommen wir hin. Man kann ja mit ganz viel Fantasie behaupten, Roland steht auch auf der Seite des Weißen. Und Roland ist ja im Prinzip genauso süchtig, genauso giergetrieben und geht genauso für die Erreichung seiner Ziele über alle Leichen, die er finden kann, um das Ziel zu erreichen. Und ich glaube, davon ist die Schildkröte genauso ein Spiegel. Das Gute, okay. Weißt du, wie ich meine? Das ist nicht unbedingt, also das Weiße ist nicht das Gute. Und das deswegen schon, ja. Sorgt das halt einfach für einen Antrieb. Ob der Antrieb jetzt dafür sorgt, dass das sich zu einer Obsession auswächst oder nur dafür sorgt, dass du vorwärts gehst, das ist halt fraglich. Mich hat halt gewundert, dass zum Beispiel die Hotelangestellte nicht einfach Mia umboxt und sich die Schildkröte nimmt. Ich hätte ehrlich gesagt damit gerechnet, dass die angreift. Ja. Ja, bin ich komplett bei dir. Aber ich glaube, da kommt wieder so eine Machthierarchie rein. Weil wir ja in irgendeiner Form, auch wenn ich das auch nicht so richtig hinterstiegen habe, etabliert haben, dass diese Linie des Eld ja doch dem Weisen sehr, sehr eng verbunden ist, in irgendeiner magischen Weise. Oder auf jeden Fall erstmal in irgendeiner Weise. Und da ja etabliert wird, dass diese Revolvermänner, also auch Eddie und Jake und Susanna, in irgendeiner Form damit tatsächlich blutsverwandt sind, würde das für mich eine Hierarchie reinbringen, weshalb sie die nicht angreifen kann, auch wenn sie es will. Okay. Aber auch hier wieder irgendeine schwammige Theorie, die ich nicht wirklich untermauern kann. Dann eine Anschlussfrage. Jake nimmt sich die Schildkröte. Mhm. Die lag die ganze Zeit im Straßenkreis, im Rinnstein, richtig? Und keiner hat sie gesehen, ja. Genau das, und keiner hat sie gesehen. Da müsste da nicht eigentlich eine riesige Traube Menschen drumherum stehen, die das ja, Ding angeiert? Bin ich komplett bei dir. Okay. Ja. Also da bin ich komplett bei dir, das auf jeden Fall. Das hat mich auch genervt. Gut. Was ich noch ganz hübsch fand, wobei ich mir da immer noch unsicher bin, ob ich das hübsch fand oder nicht. Bevor überhaupt in Neuengland irgendwas passiert mit diesem Vertrag und Gedöns, etablieren wir schon, dass an der Baustelle, wo Susanna vorbeiläuft, wo früher diese Rose stand, jetzt tatsächlich dieser riesige schwarze Turm steht, dieser Wolkenkratzer. Und wir kriegen damit quasi schon gezeigt, dass wir gewonnen haben. Wie steht ihr denn zu diesem Vorgriff? Schwierig. Ich mag Kings Vorgriffe allgemein nicht so sehr gerne. Mich nervt es doch ziemlich, dass er das immer macht. Das hat mir nicht so gefallen. Ich fand es nicht so schlimm, weil ich das Gefühl habe, bei dem Turm hier generell, der Weg ist das Ziel. Ja. Dass es mehr auf die Geschichte als auf den Ausgang ankommt. Okay. Und im Prinzip ist ja auch klar, dass das Gute, sag ich mal, gewinnt. Echt? Wirklich? Hätte ich gedacht, ja. Was ich ganz hübsch fand, was tatsächlich auch so eine Idee war, als wir dieses Gespräch mit Mia führen, und sie Susanna so ein bisschen die reale Gedankenwelt von Roland zeigt. So sinngemäß, nur damit du das klar siehst. Es war zu keinem Zeitpunkt davon die Rede, den Turm zu retten. Ist dir das eigentlich bewusst? Ihm geht's nur darum, da hinzukommen. Und das fand ich auch eine ganz putzige Sache eigentlich. Weil ich glaube, dass war mir zwar bewusst, aber das so in der Klarheit ins Gesicht geknallt zu kriegen, ist putzig. Gerade unter diesem Aspekt, wir sind das Weiße und das Gute und bla. Das ja bis jetzt immer uns so vorgespielt wurde.
Ja, war für mich so eine Mischung aus aus natürlich, das ist die Wahrheit, und auf der anderen Seite, Moment, da will mich jemand echt gerade mies hin das Licht führen. Fand ich echt gut. Das mit dem Mies in das Licht führen habe ich hier tatsächlich überhaupt nicht empfunden. Also nee, im Sinne von ne, wenn du irgendwie dem Teufel begegnest und der erzählt dir irgendwas, was, wo du weißt, es ist wahr, aber vielleicht in einem Aspekt, der das alles im falschen Licht erscheinen lässt und sowas. Ja. Gut, betreten wir das Dixie-Pick. Und hier muss ich sagen, das hat für mich fantastisch funktioniert. Das hat für mich genauso gut funktioniert wie die ganzen Szenen in Discordia. Ich habe den Dreck geschmeckt. Ich habe diesen Wind auf Discordia gespürt. Ich habe diesen wundervollen scharlachroten Himmel, diesen blutergussfarbenen Himmel gesehen. Das ist tatsächlich mit diesem Himmel eines der Bilder aus dem King-Universum, das mich, seit ich King lese, immer wieder begleitet. Und ich freue mich immer wieder, wenn wir das sehen. Aber genauso gut hat für mich das Dixie-Pick funktioniert. Und was für mich, und ich gehe mal straff davon aus, dass ihr diese Szene schon wieder überlesen habt, zumindest Teile von euch, dieses Wandbild von Arthur Eld. Wisst ihr, wovon ich spreche? Ich fühle mich ertappt. Ich weiß es tatsächlich diesmal. Ich sagte ja, Teile von euch. Es gibt ein Wandbild in diesem Dixie-Pick, als die in diesem Speisesaal sitzen, diese geschlossene Gesellschaft. Und Arthur Eld frisst kleine Kinder. Also hat den Schenkel eines kleinen Kindes, eines kleinen Babys in der Hand. Und jetzt, da ja Flo der Einzige ist, der sich daran erinnert, Flo, ist das für dich ein Omen, ein Luke-Bild, oder sind die Guten doch nicht gut? Die Guten sind nicht gut, das ist sowieso klar. Aber ich würde sogar sagen, das ist ein Omen. Weil die Verbindung zu dem wir fressen Babys und zur bevorstehenden Geburt, da hängt für mich viel zusammen. Ja. Okay, ich habe das mit den fressen Babys. Ich dachte, die Leute da fressen schon Babys. Auch. Aber auch das Wandbild. Okay. Genau. Dann zumindest nicht komplett überlesen. Weil für mich ist das tatsächlich, wenn wir Rollins so als Figur betrachten und jetzt mal hochrechnen, dass der schon seit ein paar Generationen verwässert ist in seiner Erblinie, drücken wir es mal so aus. Ich halte das tatsächlich für nicht sehr unwahrscheinlich, dass Arthur Eld und seine ganze Truppe im Prinzip genauso dämonische Wesen und, naja, dämonisch ist das falsche Wort, aber ihr wisst, was ich meine. Die sind halt aus derselben Suppe und aus demselben Stoff gekrochen wie die niederen Männer und alles andere, was in dieser Welt rumfleucht. Ich bringe jetzt einen Vergleich, der vielleicht ein bisschen weit hergeholt ist, aber mich erinnert das so an Star Trek. Und zwar ist Roland für mich Worf, also der Klingone, der so oberklingonisch ist, der sich an alles hält, was Klingonen machen müssen, und alle anderen Klingonen saufen, vögeln und machen, was sie wollen. Aber er ist so derjenige, der letzte wahre Klingone, weil er das so, so vor seinem geistigen Auge sieht. Und so ist das für mich ja auch. Die ganzen Revolvermänner waren vielleicht auch einfach nur ein Sauhaufen. Aber Rowlett hat es anders gelernt. Und da er der Letzte ist, hält er das, was er gelernt hat, hoch und nicht das, wie es wirklich ist. Das mit dem undisziplinierten Sauhaufen, das ist nochmal für mich auf einem ganz anderen Blatt. Also ja, ich gebe dir hundertprozentig recht. Ja, auch einfach dieses Bild von Ehre zum Beispiel. Ja, das sind auch bei den Klingonen. Und so finde ich das auch hier, dass das einfach von ihm falsch gesehen wird. Aber ich glaube halt tatsächlich, dass dieses Blutvergießen, guck mal, wenn wir die Vorgeschichte mal betrachten, von den ganzen alte Weltteilen, die wir kennen, das sind ja alles nur Bruchstücke.
Aber dieses ganze Leute umbringen, Revolutionen blutig niederschlagen, wir haben eine lustige Monarchie und alle, die nach Freiheit schreien, hauen wir einfach tot. Wir vergiften den Koch, wir richten Leute hin, wir lassen Jake fallen. Das ganze Blutvergießen, die ganze Grausamkeit, die in dieser ganzen Zeit passiert, spricht für mich dafür, eben wie gesagt, das Weiße ist zwar weiß, aber halt noch lange nicht gut. Und ich glaube nicht, dass dieses Wandbild eine Karikatur von Arthur Eld war. Für mich fühlt sich das tatsächlich noch der Wahrheit an. Ja, ich sehe es so, nur weil du gegen das Böse kämpfst, heißt das noch lange nicht, dass du gut bist. Genau, genau. Ja. Ja, euch anderen beiden brauche ich wahrscheinlich wirklich nicht fragen. Es klingelt immer noch nicht schwierig, oder? Ich habe völlig den Faden verloren. Also ich verstehe jetzt, was du meinst, Arthur Eld. An das Wandbild kann ich mich immer noch nicht erinnern. Okay. Weil ich glaube, das ist eine wichtige Frage für mich, ob das eine Karikatur ist, die Bösen quasi als Verspottung dieses Konzepts des Weißen dahingehängt haben. Oder ob das die Wahrheit ist und sie feiern das tatsächlich. Ich weiß, Flo, hast du dazu, zu dieser speziellen Frage, eine Meinung? Weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch einfach nur ein Zeichen, dass diese Widersacher gar nicht so viel besser sind. Ja, nicht nur viel besser sind, sondern dass es gar keine so großen Unterschiede sind. Ja, ja, genau. Wie genau. Du gesagt hast, dass alles aus derselben Suppe kommt. Ja, genau. Genau da will ich hin. Okay. Wie fandet ihr denn diese lustigen Mutanten-Mischwesen, diese Hybriden? Diese Vogelmenschen und so? Hm, genau. Ach. Ich bin hin und her gerissen. Ich fand die mit Maske auf interessanter als ohne Maske. Mhm. Jonas? Ja, grafische Beschreibungen, die greifen bei mir nicht so richtig, wenn ich es als Hörbuch höre. Wenn ich sowas lese, dann ja, kann ich mir das viel besser vorstellen, deswegen habe ich auch da nur so eine ganz grobe Vorstellung und habe es ja quasi nicht richtig versucht, mir vorzustellen. Deswegen hat es nicht so richtig gegriffen. Okay. Gut. Naja, und dann kommen wir eben dazu, dass wir mir und Susanna tatsächlich körperlich wie auch, also körperlich trennen und geistig irgendwie zusammenfügen über diese lustigen Helme, mit denen wir vorher die Kinder ausgesaugt haben. Und ich muss sagen, sobald wir aus dem Speisesaal raus waren und diese ganze, das ist ja auch wieder eine Karikatur aufs Abendmahl, würde ich sagen, oder? Da haust du aber jetzt ganz schön mit der Symbolik drauf, oder? Naja, aber überlegt euch mal. Wir haben diese ganze, mein Körper wird Brot, mein Blut wird Weingedöns und so weiter. Dieser ganze Christenkram ist ja im Prinzip auch nur ein Kannibalenkult, wenn du es mal auf die Essenz runterdampfst. Und darauf ist das für mich eben auch wieder, genauso wie dieses dämliche Wandbild, an dem ich mich die ganze Zeit aufhänge. Es ist halt entweder die Karikatur des Ganzen, dass die in Anführungsstrichen Bösen jetzt so feiern. Oder es ist einfach die Tatsache, auf die hingewiesen wird. Mir gefällt, wie du denkst, aber in der ganzen Konstellation fehlt mir gerade der Auserwählte. Ist Mordred Duchane der Auserwählte? Ich würde es behaupten. Wenn du sagst, der scharlachrote König ist in irgendeiner Form der wahnsinnig gewordene Gott dieser Welt, was ich nicht sagen möchte an dieser Stelle, großes Ausrufezeichen. Aber dann wäre in dem Sinne Mordred tatsächlich eine Art Jesusfigur. Alternativ kannst du halt sagen, wenn wir davon ausgehen, dass diese ganze Arthur-Eld-Geschichte eine Relevanz hat und Roland als der Sohn oder der Blutsverwandte von Arthur-Eld den Sohn gezeugt hat, würde ihn das auch wieder in diese Jesusfigur qualifizieren. Ja, aber von denen ist niemand bei dem Abendmahlsding dabei. Deswegen. Ja, gut, macht Abendmahl, das Kommunion. Es ist eine Kommunion.
Ich finde die Theorie interessant, aber ich glaube, da müsste ich erst noch lange drauf rumdenken, um das auseinanderzukriegen. Okay. Naja, und dann, wie gesagt, basteln wir die Leute da auf dieses lustige Bettengedöns und klemmen die dann an den Strom. Und da hört ja in dem Sinne der Teil in New York für Susanna erstmal auf. Und ich muss sagen, das war für mich eben wirklich ein harter Schnitt. Der hat mir nicht gefallen. Ja, es ist so. Ich meine, wir hatten ja schon öfter Cliffhanger, aber den fand ich tatsächlich ein bisschen zu abrupt. Naja, vor allem, weil er halt so aufgebaut wurde mit dieser ganzen Symbolhaftigkeit, mit dieser ganzen Verehrung in irgendeiner Form, mit dieser ganzen Mystifizierung. Und dann sind wir wieder voll auf diesen wissenschaftlich-technischen Blech- und Stahl-Niveau. Wisst ihr, was ich meine? Ach, Technik ist doch eh auch nur eine Religion. Ich wollte gerade sagen, kann man das überhaupt trennen in dieser Welt? Dann komme ich hier gleich wieder rein. Wir haben ja hier in diesem Buch auch wieder ganz viel diesen Punkt, Technik ersetzt Magie. Die Magie macht keine Fehler, aber die Technik. Deswegen auch, dass es so eine defekte Tür gibt, die ins Zwischen nichts führt. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Und genauso wie wir im letzten Ding etabliert hatten, die Emotionalität von Andy ist nur ein Technikversagen. Also ja, ich gebe euch da schon recht, das ist schon drin. Aber mir war der Kontrast trotzdem zu deutlich. Da hat mich, nee, ich weiß nicht. Hätten wir das Balk aus ihr rausgezaubert, dann wäre das was anderes gewesen. Dass wir aber eine rattenköpfige Hebamme brauchen, das passt nicht. Ich habe den Kontrast auch gesehen, so ist es nicht. Fand den aber nicht so schmerzhaft. Ja, ging mir auch so. Ja, ich glaube, das, was wir vorher hatten, das war keine Magie, sondern das war Ritual. Und weil die Magie nicht mehr da ist, müssen sie Technik nehmen. Ja, aber das Ritual fehlt. Du kannst ja auch Magie, also du kannst ja auch Ritual betreiben ohne Magie. Und ich muss dazu sagen, ich komme. Ja, aber man kann ohne Magie kein Kind aus ihr rauszaubern. Dafür braucht man dann die rattenköpfige Krankenschwester. Ja, man kann aber so tun, als hätte man es rausgezaubert und dann mit irgendeiner lustigen super Bienenmaschine oder super Kaiserschnittmaschine oder was weiß ich das machen. Ja, die Geburt verläuft ja hinter geschlossenen Türen, oder? Ja, aber ich glaube, wenn du deinen. Ich muss dazu sagen, in dieser ganzen Unterhaltung, die wir jetzt gerade führen, ich komme aus diesem Aspekt, dass diese ganze Gesellschaft dort in irgendeiner Form was Verehrerisches hat, was fast Religiöses in irgendeiner Form. Dass wir eben diese Erlöserfigur haben und so weiter. Und unter dem Aspekt, glaube ich, wäre es angebracht, zumindest so zu tun, als wäre das was Übernatürliches. Auch wenn man nur unter geschlossenen Türen ist. Aber du musst, glaube ich, rein aus Propagandazwecken den Mythos auch für dich selber aufrechterhalten. Und das haben sie nicht getan und das stört mich. Ich verstehe, was du meinst, aber für mich ist das keine Erlöserfigur. Für mich ist das eigentlich nur ein Werkzeug. Ein Werkzeug zur Vernichtung von Roland und von den anderen. Und vom Turm und von den Balken. Ja. Und aber ich würde eher den Scharlachroten König als Gott ansehen und das ist nicht sein Jesuskind. Ja, und das sehe ich halt genau anders. Aber das kommt auch daher, dass für mich die Figur des Jesuskinds im Prinzip ja auch nichts anderes als ein Werkzeug ist. Und genauso wie Motto jetzt nichts anderes als ein Werkzeug ist für mich. Ja, der Zimmermann als Hammer. Deswegen ist es für mich eben wieder deckungsgleich. Aber ich nehme an, das kommt tatsächlich aus dem kulturellen Denkansatz, aus dem du kommst, nehme ich an.
Ich glaube, das ist einfach ein sehr aufgeklärter Kult. Deswegen haben die keine Probleme mit Medizin. Und Hebammen. Okay, es mag sein, dass ich heute wirklich dumm bin, aber ich raff's nicht. Was nicht? An dem Punkt, wo du sagtest, dass dich dieser Einsatz der Technik gestört hat, bin ich irgendwie zerebral ausgestiegen. Mich hat nicht der Einsatz der Technik gestört, in dem Sinne. Mich hat einfach nur gestört, dass der Einsatz der Technik ohne Mythifizierung vorangegangen ist. Weil das ganze Kinderklauen haben wir mit Robotern gelöst, also auch mit Technik, alles gut. Aber wir haben rundherum einen Mythos erfunden, dass das irgendwas anderes ist. Versteht ihr, was ich meine? Die Bauern haben einen Mythos erfunden, dass das Hokuspokus sein soll, weil sie sich nicht anders erklären können. Ja, aber wir haben diesen lustigen Robotern eben nicht nur in ihrem Blechkleid losgeschickt, sondern in speziellen grünen Mänteln mit speziellen Masken und so weiter. Warum haben wir denen eine Wolfsmaske gegeben, wenn wir nicht irgendwas vorgaukeln wollten? Wenn es nur um Tarnung gegangen wäre, hätten wir denen ein Unsichtbarkeitsgedöns umgeschnallt. Aber wir wollten ja nicht, dass die unsichtbar sind. Wir wollten ja, dass die gesehen werden und dass die Leute die für was Göttliches, Übernatürliches, Nicht-Bekämpfbares halten. Ja, weil sie die Dummheit der Bauern ausnutzen natürlich wollten. Ja, und deswegen haben sie die für Menschen gehalten. Ja, schon, aber wie gesagt, mir geht's darum, es hätte man jetzt zu dieser Technikseite bei der Geburt noch irgendeinen Typ genommen, der da irgendwelche Gebete vor sich hin brabbelt oder irgendwelche Rituale vollführt, auch wenn das völlig leere Rituale sind, ohne jede Wirkung. Das hätte gepasst für mich zu diesem Kult. Also ein Informatiker. Ja, zum Beispiel. Okay, dann glaube ich, kann ich mein Problem, an dem ich aussteige, besser fassen. Welcher Kult? Wir sind in einem Laden, wo ein Haufen Menschen sich ein Barbecue schmecken lassen und Menschen mit Vogelgesichtern Masken tragen. Das klingt erstmal nach einem lustigen Kostümball und mehr nicht. Na, wie gesagt, da kommen, aber ich glaube wirklich, dass meine Lesart von diesem blöden Wandbild kommt. Okay. Deswegen, das ist leider für mich ein Schlüsselelement. Aber für mich war das eben wirklich so eine Kommunionskarikatur oder eben, übrigens, Freunde, das ist die Wahrheit, die ihr nur gerne vergessen wollt und die ihr gerne mit hübschen Märchen schönredet. So auf der Art. Okay, für mich klingt das wirklich eher nach einer Grillfeier vor einer Kriegspropaganda. Aber selbst wenn du das nur unter dem Aspekt Propaganda siehst, müsste da mehr Pomp drum gemacht werden, um diese Geburt. Okay, welche Rolle sehe ich nicht, die das Kind hat? Vielleicht liegt da mein Problem, das kann natürlich auch sein. Ich glaube, daran scheitert das, weil ich sehe das Kind auch nicht so als Erlöserfigur wie Dela. Das Kind ist doch einfach die Sollbruchstelle, an der das Kartett zerbricht, oder nicht? Nein, sehe ich komplett anders. Das Kind ist vielleicht keine Erlöserfigur, meinetwegen, aber das Kind ist definitiv die Endlösung für das Thronproblem. Erstmal. Das Wort Endlösung ist schwierig übrigens. Ja, nein, das war jetzt explizit so gewählt, weil okay. Es ist halt tatsächlich eine gedachte totale Vernichtung dieser Welten, aller Welten, wenn du das Problem mit dem Turm irgendwie aus der Welt schaffst. Okay. Zumindest in dieser Vorstellungswelt, die sie sich da konstruiert haben. Weil sie gehen ja davon aus, erstmal, dass das Problem Eddie und Roland schon anderweitig aus der Welt geschafft wird durch Salazar und seine Bande zum Beispiel. Und dass sie vor Callahan und Jake nicht sonderlich viel Angst haben, ist, glaube ich, auch nachvollziehbar. Das heißt, dass dieses Kind das Zerbrechen des Kartetts quasi als Plan B noch befördert, das ist ein Nebeneffekt. Das ist aber, glaube ich, nicht das Hauptziel. Das Hauptziel ist die Zerstörung des Turms. Als Brecher. Okay, das heißt, das Kind soll die Rolle eines Superkriegers für die Barbecue-Vampire sein. Genau. Okay. Oder für den, der über den Barbecue-Vampiren steht. Ja, okay.
Flo, du darfst mir gerne jederzeit widersprechen. Also es ist auch bei mir alles nur Gefühl. Ich muss zugeben, dass ich dir am Anfang folgen konnte. Mittlerweile steige ich mehr und mehr aus. Gut, dann würde ich vorschlagen, wenden wir uns von diesem Punkt dann, ab. Dann gibt es aber auch für mich mehr Sinn, was du gesagt hast vorher. Mit okay. Mit dem Bruch mit der Technik. Okay, dankeschön. Gut. Dann haben wir den Susanna-Teil für meine Begriffe eigentlich erschöpfend abgehandelt. Richtig? Ja. Ich brauche auch nichts mehr. Wollen wir zu Eddie und Roland kommen? Wir kommen in diese Welt. Eddie stößt sich den Kopf und ist erstmal mehr oder weniger kampfunfähig. Und Roland erkennt sofort an Blitzen dieser. Ist es ein. Ja, ein Zielfernrohr ist es, glaube ich. Dass sie sofort unter Beschuss geraten. Dieser Kampf, hat der für euch funktioniert? Nein. Für mich schon. Ich fand es ein bisschen schwierig, wie ich dachte, okay, warum läuft diese jetzt hauptsächlich ins Haus und nicht raus, weil haben die dann schiefe Böden oder, aber ansonsten hat das ganz gut funktioniert. Weil für mich hat dieser ganze Kampf überhaupt nicht funktioniert. Also so gar nicht. Ich meine, gut, ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, ob er damals beim ersten Mal funktioniert hat. Das will ich jetzt nicht ausschließen. Aber jetzt ist der komplett wirkungslos verpufft. Und ich fand den weder sonderlich hübsch anzusehen, quasi vor meinem geistigen Auge, noch sonderlich spannend, noch habe ich das Gefühl gehabt, dass wir hier in irgendeiner Form von akuter Situation, Gefahrensituation sind, dass ich Angst hätte um einen der beiden. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, dass mir so die Balazar-Ebene, das ist, was mir am wenigsten gefällt. Und das gehört für mich dazu. Das war für mich so eine Action-Szene, die wir aus dem Weg bekommen müssen, damit die Handlung weitergeht. Und mehr war das für mich nicht. Ich hatte also überhaupt keine Angst um die Figuren. Ich weiß nicht, ob ich noch wusste vom ersten Lesen damals, dass ihnen eh nichts passiert oder ob das klar war. Es war einfach nur ein Punkt, bitte abhaken, dass wir weitermachen können. Hendrian, wie ging es dir mit dieser ganzen Schießerei in Neuengland? Die erste Hälfte davon, die quasi noch, ich sag mal, vor dem Laden und im Laden stattfindet, fand ich ein bisschen wie so einen typischen 80er, 90er Actionfilm mit so ein bisschen hier Alarm für Cobra 11 Elementen, wo es dieser Holztruck da überschlägt und so. Hat mir aber Spaß gemacht. Wo ich erstaunlich viel Freude drin habe und ich weiß nicht, ob das für mich spricht, sind die Opfer im Laden. Und dann dieser eine alte Mann, der auf die Befehle reagiert. Ja. Da hatte ich ziemlich Freude dran. Das war jetzt nichts, wo man irgendwie sagt, juhu, da muss ich mein Hirn für einschalten. Aber das hat sich halt wirklich so angefühlt, wie ich mache irgendwie einen Fernseher an und habe so einen klassischen Actionfilm. Genau, wo einfach nur sinnlos drauf losgeballert und ein bisschen Bumm und Explosion. Das Ganze hinter dem Laden, wo dann ja auf einmal auch sowas wie ein rudimentäre Taktik drankommt, war auch amüsant, aber halt nicht mehr ganz so schnell. Ne? Also auch da fand ich gut, war kurzweilig, aber halt nichts, wo man irgendwie sagt, da muss ich für studiert haben. Aber hattest du tatsächlich das Gefühl, dass das schief gehen kann? Nein, nie. Okay. Wie halt in so einem typischen Actionfilm. Ja, weiß genau, wie es ausgeht. Aber das schmälerte irgendwie den Spaß daran nicht. Okay. Ja, weil für mich war das tatsächlich so, ja, ich verstehe, dass wir das machen müssen, weil wir sind Revolvermänner, bla. Aber es hätte auch die Hälfte der Beschreibung gereicht für mich. Wobei ich auch fairerweise sagen muss, dieses Gefühl, es könnte schiefgehen, hatte ich auch im Buch vorher nicht, als die Wölfe kamen. Ja. Und
Doch davor schon, also mit diesem Canyon, wo am Ende die Störung ist, da konnte man ja schon, da hatte ich schon manchmal so ein bisschen so Zweifel, aber dass eine Revolvermann-Szene schief geht, fühlt sich fast nie so an. Okay. Ja, woran ich sehr viel Spaß hatte, war dann tatsächlich dieser Hausmeister. Das ist der Typ, der eben sofort auf Befehle reagiert hat und sich intelligent benommen hat. Der war großartig. Der war großartig. Da hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und auch die ganze Interaktion da tatsächlich zwischen diesen drei Personen hat mir sehr, sehr gut gefallen. Lieblingsszene ist tatsächlich, als Roland vom Hausmeister eine Zigarette angeboten bekommt. Eine Filterzigarette. Ja. Die qualifiziert tatsächlich für meine Lieblingsszene im Buch. Jonas, wie ging es dir denn damit? Ich kann mich hinterher noch ziemlich anschließen. Es war halt eine nette Action-Szene und dann, der alte Hausmeister, das war halt so was Gemütliches. Ich glaube, Pfeife hat er geraucht, das war nett. Das ist halt so ein uriger Kerl, auf den man sich verlassen kann. Aber egal, in welcher Hinsicht. Da konnte man sich richtig schön vorstellen, irgendwie, der hat in irgendeinem Krieg vorher schon mal gedient. Das ist nicht so komplettes Neuland für ihn. Das fand ich super. Und Flo? Ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Es war eine richtig schöne, lustige Szene. Okay. Interessant fand ich ja tatsächlich, dass wir jetzt noch mal eine Prüfung für Eddie einbauen mussten. Die fand ich unangemessen. Mit diesen Schmerzmitteln. Dass das so herausgehoben wurde als, er ist jetzt wirklich ein Revolvermann. Ja, er gibt sich seiner Sucht wirklich nicht nochmal hin. Er ist sich auch dessen bewusst, dass das eine Prüfung... Ich weiß nicht, das hätte es für mich überhaupt nicht gebraucht. Das fand ich eigentlich eher arrogant. Ja, also ich verstehe die Prüfung von Jake im letzten Band, aber das hier fand ich auch überflüssig. Das hat den Charakter irgendwie kleiner gemacht, als er in den letzten Büchern geworden ist. Genau. Ich weiß nicht, ich fand's nicht schlecht, aber ich gebe euch recht, es hätte es für die Story nicht gebraucht. Nee, gar nicht mal für die Story nicht gebraucht. Also das sowieso nicht, aber dass das zu diesem Zeitpunkt in der Reihe überhaupt noch in Zweifel gezogen wird, fand ich schwierig. Ich habe das eher verbucht unter, jeder muss mal eine Prüfung über sich ergehen lassen, jetzt ist halt er dran. Naja, aber und er vielleicht, hat... Ich hätte gedacht, das kommt halt aus King, weil Suchtthematik kommt ja später dann auch noch mal vor, weil King im Buch ja auch ziemlich viel Bier säuft. Ja, das schon, das auf jeden Fall. Aber der Prüfungsaspekt, das finde ich halt insofern Blödsinn. Er ist geprüft dadurch, dass seine Frau weg ist. Er ist geprüft dadurch, dass er von dieser Mia-Geschichte wusste, bevor irgendjemand darüber geredet hat. Und er hat sich eben nicht daneben benommen, sondern er hat diesen Teil ja einigermaßen verantwortungsbewusst ausgefüllt. Verstehst du, was ich meine? Er ist eben nicht mehr der flapsige Idiot, der er in den ersten Büchern war. Ja, aber das schon lange nicht mehr. Ja, eben. Und deswegen fand ich das unangemessen, dass wir da jetzt nochmal so drauf hinstupsen müssen. Hier, das ist eine Prüfung. Kann das nicht einfach auch so ein Ding sein, von wegen... Leben mit einem Suchtproblem ist eine dauerhafte Prüfung. Sicherlich. Ja, das war auch das, was ich vorhin mit meinte. Entschuldige. Nee, aber auf jeden Fall, hundertprozentig. Ja, dann haben wir wieder sehr viele lustige Spielereien mit Baseball. Und auch das war wieder so ein Teil, ich verstehe, warum der drin ist, aber den hätte es nicht gebraucht. Hat sich das für euch auch angefühlt, wie wir geben den Gesprächsstein weiter? Ja. Ja, absolut. Gut. Aber auch hier, es ist ritualisiertes Denken. Versteht ihr, wir in dieser ganzen Buchreihe, wir ritualisieren jeden Scheißdreck. Nur, dass die Geburt des Erlösers, die ritualisieren wir nicht.
Das ist so wie in diesem Podcast, wenn wir auf einmal nicht ritualisieren würden, dass du dich aufregst. Nicht gerne. Ja, naja, und wir erfahren dann eben, dass Stephen King tatsächlich hier in der Gegend wohnt und fahren dahin. Und jetzt will ich eure, weil ich bin verdorben. Ich weiß, wie es weitergeht, ich weiß, wo es herkommt. Wie hat euch dieses Zusammentreffen gefallen? Da hätte ich kurz noch eine Vorfrage. Ja. Ich habe, glaube ich, nicht gerafft, warum Roland kotzen muss. Roland muss kotzen? Ja. Ich weiß es auch nicht mehr. Ja, ja. Ist für mich tatsächlich so ein Ding. Wir kennen doch ganz viele so Zeitreise-Paradoxon-Geschichten. Du darfst dir selber nicht über den Weg laufen und sowas. Das war quasi die Entsprechung, dass der Zeitreisende läuft sich selber über den Weg und fängt an zu flimmern. So habe ich das empfunden. Ah, okay. Ja. Weil er eben seinem Schöpfer begegnet und ihn das in seiner tatsächlichen Existenz so schwammig werden lässt. Genau, und weil er ja auch nach Kings Vorbild und so weiter. Okay. Okay. Ich meine, er sah aus wie King oder so. Zumindest ihn. Ja, wie eine junge Version. Was ich auch sagen muss, nimmt es mir nicht übel, aber King, ich glaube, da schmeichelst du dir sehr. Ja, ich meine, der Mann ist blind wie eine Blindschleiche und wir reden von nichts anderem als von Rolands Kanoniersaugen. Alleine das. Selbstbetrug ist. Ja, ich weiß, aber. ja, wie fandet ihr dieses Zusammentreffen? Weil, wie gesagt, ich darf dazu nichts sagen oder ich bin zu verdorben dafür, als dass ich das noch unbetroffen bewerten könnte. Das war für mich die schönste und die schrecklichste. Ja, Szene, nicht mal Abschnitt in dem Buch. Ich war erst total, ich will nicht sagen überrumpelt, aber ich fühlte mich vor den Kopf gestoßen, wie King sich selber in sein Buch schreibt. Auf der anderen Seite ist da so unfassbar viel Selbstironie drin, dass ich zeitweise aus dem Lachen nicht rauskam. Okay, Jonas? Ja, mir hat's eigentlich ziemlich gut gefallen. Halt, ja, die Sache, dass er quasi die ganze Geschichte ins Rollen gebracht hat, oder er zumindest ein Medium war, um sie ins Rollen zu bringen, das war eine schöne Sache. Und auch, ja, er kann es wahrscheinlich auch nicht so ganz glauben und trinkt deshalb. Andererseits, mit unserem Hintergrundwissen, wissen wir, okay, er war zu der Zeit wirklich ein ziemlicher Säufer. Doch das war eine nette Sache, finde ich. Flo? Ich meine, du bist genauso verdorben wie ja, ich. Ja, ich kann nur so viel sagen. Ich mag diese Szenen sehr. Ich mag auch den Anhang sehr, Coda an dieses Buch. Viel mehr möchte ich dazu gar nicht verraten, sonst würde ich, glaube ich, auch spoilern. Und bei mir ist halt das genaue Gegenteil. Ich weiß, worauf es hinausläuft und ich kann es überhaupt nicht leiden. Die Coda fand ich gut, da bin ich bei dir. Aber ich fand es allgemein nicht gut, dass er sich so eingebaut hat. Ich verstehe warum, aber ich finde es nicht gut. Ich weiß aber, ich war beim ersten Lesen damals völlig vor den Kopf gestoßen und unangenehm vor den Kopf gestoßen. Mhm. Beim zweiten Lesen war es besser, da fühlte es sich runder an und jetzt beim dritten Lesen geht es mir wieder auf den Keks. Aber dann hast du halt andererseits so schöne Sätze drin wie, wer legt denn so einen furchtbaren roten Teppich in dein Haus? Und das fand ich so hübsch. Ja, das stimmt schon, es hat schöne Momente. Mich stört nur der Fakt an sich. Nicht die Umsetzung. Ich weiß, dass ich es beim ersten Lesen damals auch befremdlich fand. Und vor allem Dingen auch der Schluss, als er sich umbringt. Also, als er den Unfall nicht überlebt. Mhm. Das fand ich damals
damals wirklich komisch, aber mittlerweile, diesmal hat es mir sehr gut gefallen. Ich glaube, es gefällt mir bei jedem Lesen besser. Dass er sich umbringt oder dass er in dieser Variante stirbt, fand ich wieder gut. Lustigerweise. Also auch beim ersten Lesen fand ich das gut. Weil das für mich dann wieder dieses, ja, aber es gibt andere Welten als diese Element hatte. Aber ist das jetzt nicht diese Kernwelt eigentlich? Dachten wir das nicht? Naja, wie gesagt, ich sag dazu mal nichts. Ja, nee, aber wir gehen bisher davon aus, dass das die Kernwelt ist. Ja. Das Kathet geht davon aus. Ja. Okay, dann ist gut. Und gerade deswegen wirkt halt diese Drohung ja am Ende. Was ich wahnsinnig schön fand tatsächlich, ist aber die Beschreibung des Schreibprozesses. Die hat mir sehr gut gefallen. Und Flo, ich habe endlich rausgekriegt, dass mit diesen roten Spinnen, wo wir die ganze Zeit gerätselt haben, wo wir uns beide sicher waren, das ist in das Leben und das Schreiben drin. Das war in diesem Buch. Stimmt, verdammt, ja. Aber ich habe wirklich, wo wir das Hörbuch gehört haben, Jonas hat sich, glaube ich, totgelacht über meine Reaktion. Ein bisschen. Weil ich wirklich eine halbe Stunde lang vor mich hingeflucht habe, dass ich das so falsch eingeordnet habe. Aber hier in dieser Geschichte ist das mit den roten Spinnen. Was ich auch noch ganz nett fand, ist, dass er beschreibt, dass er Roland eigentlich gar nicht als Charakter erst gesehen hat, sondern dass er eigentlich Eddie in Anführungsstrichen kennengelernt hat zuerst. Ja. Wobei, das fand ich eigentlich ganz gut. Wir haben ja eben schon drüber gesprochen, diese angebliche Ähnlichkeit zwischen King und Roland. Ich glaube, das hätte, wenn er das direkt so geschrieben hätte, noch peinlicher werden können. Mm. Jetzt stellt sich für mich die Frage, und die will ich an euch weitergeben. Was glaubt ihr, wie viel davon King selber glaubt? Ich meine, dieser Wahnsinn des Schriftstellers, das haben wir ja in ganz vielen Büchern von King. Das haben wir bei Shining, das haben wir beim Fournier. Und ich bin geneigt zu glauben, dass King das mit dem, ich schreibe die Geschichten nicht selber, die kommen zu mir, selber glaubt. Und ich bin mir fast sicher geneigt zu sein, zu glauben, dass er wirklich auf einer ganz bestimmten Verstandes- oder Unterbewusstseinsebene wirklich Angst hat, dass er mit den Sachen, die er schreibt, Dinge beschreit und in die Realität rufen kann. Wie seht ihr das? Wer tut das nicht? Also ich hätte es gedacht, nee, ich glaube nicht, dass er das tut. Ich weiß es nicht. Ich kann ihn nicht einschätzen in dieser Hinsicht. Ist total komisch. Weil ich bin tatsächlich wirklich persönlich geneigt zu glauben, dass er daran glaubt, in irgendeiner Form. Natürlich nicht genau in dieser ausgeprägten Form, aber unter dem Aspekt Geist formt Materie ist er da, glaube ich, schon nicht ganz überzeugt davon, dass es nicht so ist. Sagen wir es mal so. Und ich meine, er hat ja sehr viel. Ich meine, wenn du Dinge mit Schreiben verarbeiten kannst, zum Beispiel seine Sauferei oder seine Suchtprobleme, seine Schmerzen und so weiter, wer sagt denn, dass du Dinge nicht in die Welt schreiben kannst? Quasi vorprogrammiert. Ja, was ja auch in vielen Geschichten tatsächlich thematisiert wird. Es ist, glaube ich, eine der großen Themen der fantastischen Literatur. Das Erschaffen von Welten durch das Erschaffen von Geschichten. Und gerade der Dunkle Turm ist ja eigentlich eine riesengroße Geschichte über Geschichten, oder? Mhm. Ja. Gut. Was wir jetzt komplett übersprungen haben, war die ganze Szene, als wir mit King fertig sind. Nee, das kommt ja jetzt erst. Als wir mit King fertig sind und er so in seinem glücklichen Stupor nach Hause fährt und
das fand ich alles ganz hübsch gemacht. Und dann kommen wir zu Tower und Dibenor. Und hier muss ich wieder sagen, das hat wieder hervorragend funktioniert für mich. Die ganze Dummheit dieses Charakters Tower, die treibt mich in den Wahnsinn. Absolut. Ich frage mich, warum King diesen Menschen so hasst, dass er ihn so dumm schreibt. Ich befürchte tatsächlich, weil King ein Mensch ist, wenn wir auf der Schiene bleiben, Geschichten sind da, um in irgendeiner Form Realität zu schaffen oder Auswege zu schaffen oder was auch immer, kann er per Definition mit Menschen, die Bücher nicht kaufen, um sie zu lesen, sondern um sie als Bücher zu haben, zu besitzen, nichts anfangen. Und ich glaube, solchen Menschen ist er wahrscheinlich in seiner Karriere tatsächlich doch das ein oder andere Mal begegnet. Ja, er ist, glaube ich, jemand, der die Geschichten in die Welt bringen will und nicht für nur eine kleine Gruppe von Leuten irgendwo weggesperrt sehen möchte. Mhm. Also ich denke tatsächlich, dass daher diese Abneigung kommt und dass die Realität entspringt in irgendeiner Form. Ja, naja, aber wir schaffen es, den Vertrag aufzusetzen, das Grundstück zu verkaufen und so weiter. Hier kommt jetzt hier die Szene mit dem Sandelholzgriff-Revolver? Also kommt die oder habe ich die mir wieder nur eingebildet? Dass er quasi die Revolver zeigt, um nachzuweisen, dass er wirklich der Nachkomme von Els Linie ist. Ich erinnere mich nicht. Er macht irgendwas. Ich glaub, er redet auf altgeniatisch halt, was, wenn ich das richtig verstanden habe, holländisch ist mit ihm. Ja, okay, das kann sein. Weil aus irgendeinem Grunde habe ich immer, und ich dachte eigentlich schon, dass diese Szene in Wolfsmund kommt, aber da kam sie nicht und ich habe jetzt in diesem Buch drauf gewartet. Ich glaube immer, es gibt eine Szene, wo er irgendjemanden diese Sandelholzgriffe in die Hand drückt, um zu beweisen, dass das die echten Revolver sind. Aber wahrscheinlich bilde ich mir das wieder nur ein. Das kommt mir auch bekannt vor, aber frag mich nicht, in welchem Kontext. Naja, egal. Aber wir schaffen es, wie gesagt, das Grundstück zu kaufen, was wir ja schon wussten, weil in 1999 steht ja auf diesem Grundstück schon unser Gebäude. Von daher, eher unüberraschend. Habt ihr jetzt dafür noch irgendwas, was ihr ergänzen wollt für diesen Handlungsstrang? Die Baseball-Szene, glaube ich, nochmal. Wie fandet ihr das, als Eddie anfängt, die Zukunft zu spoilern? Ich hatte da so meine Schwierigkeiten mit. Ich sage mir so, der Witz war zu schade, um ihn liegen zu lassen. Findest du? Ich bitte dich, das sagt der Richtige. Ey. Lieber ein Freund für den als ein... Richtig. Auch wieder wahr. Ja, und außerdem, man weiß ja nicht, ob in dieser Welt die Zukunft genauso verläuft und die Baseballspiele wie damals. Oder in dieser Welt. Ja, aber eben so Steve Jobs und Bill Gates und so weiter spoilert er ja auch. Und er sagt ja auch, er ist sich nicht sicher, aber er hält es für wahrscheinlich, dass es die auch in dieser Welt gibt. Ja, stimmt. Ja, aber ich fand's lustig. Und hier haben wir wieder diesen Witz mit Co-op City in Brooklyn. Und das ist lustigerweise ein Querverweis auf Menschenjagd. Da haben wir nämlich den Nachweis, dass Menschenjagd in Eddies Welt spielt. Nein, nur in einer Welt, wo es auch... Ja, okay, aber ja. Es gibt zumindest dieselbe Detailverschiebung und das ist relativ unwahrscheinlich, dass dieselbe Detailverschiebung in demselben Grad in unterschiedlichen Welten stattfindet. Ja, okay, darauf kann ich mich einlassen. Gut. Schön fand ich tatsächlich, und das würde mich noch interessieren, wie es euch ging, für mich hat sich dieser ganze Teil mit King gelesen wie ein King-Nachwort oder ein Vorwort. Ja. Weil hier dieser ganze Humor von ihm wieder voll rauskam. Das hat mir sehr gut gefallen. Auf jeden Fall, das war richtig gut. Gut. Habt ihr noch Ergänzungen zu diesem Handlungsstrang? Sonst würde ich zu Jake und Callahan gehen. Wir kommen bestimmt am Ende dann noch kurz auf die Coda, also jetzt im Moment nichts mehr.
Ja, naja, wie gesagt, Jake und Callahan, muss ich sagen, kann ich genau nichts dazu sagen. Ich fand den Wutanfall von Jake fantastisch. Ich fand auch diesen Prediger voll gut. Aber es war mir zu dünn. Da ist nichts. Für mich ist da nichts, worüber wir reden könnten. Ja, sie kommen hin, verstecken die Kugel und gehen ins Dixie-Pick. Fertig. Ich meine, wir könnten jetzt ein großes Fass aufmachen darauf, dass Callahan seinen Glauben wiedergefunden hat und Blödsinn und bla. Aber ganz ehrlich, nee. Also ich hätte gern noch eine extra Geschichte mit diesem anderen Prediger, mit dem verrückten Gottbombenprediger. Hm? Den fand ich viel, viel schöner als Callahan. Hm. Schon. Aber ich bin mir tatsächlich echt nicht sicher, ob der nochmal kommt. Ich glaube nicht. Schade. Naja, lass dich überraschen. Du wirst es ja bald selber wissen. Aber ich kann dazu nichts sagen. Es tut mir wirklich leid. Mir fällt nichts ein. Es gab hier echt wenig. Wir haben ja bei den anderen auch gesagt, wenig Handlung, aber hier ist noch weniger. Wie schon gesagt, ich fand die World Trade Center Szene ganz lustig, aber sonst. Ja, und vor allem, das ist halt auch wieder sowas. Wir haben diese 13 so massiv aufgebaut und so wichtig gemacht und so greifbar und so gefährlich. Und dann sperren wir die in einen Plastikkarton und dann ist gut. Nee, ich weiß nicht, dieser ganze Teil, der war zwar schön geschrieben, aber er hat für mich, war da komplett antiklimaktisch. Ist das in irgendeiner Form relevant, dass es da scheinbar sehr viele Schweden gibt? Ich weiß es nicht, aber die Schildkröte Sköldpadda, das ist, glaube ich, ist das nicht schwedisch? Ja, oder? Das müsste schwedisch sein. Oder dänisch, ja. Oder sowas, ja. Und Hammarskjöld ist auch schwedisch. Ja. Heißt Hammerschild im Übrigen. Also das Sköldpadda, das kommt ja von dem schwedischen Diplomaten. Das lässt sich doch erklären. Das andere weiß ich gar nicht mehr, wo das auftauchte. Jetzt habe ich von New York keine Ahnung, aber das ist ja so, dass in New York so Ethnienviertel gibt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, vielleicht ist dieser Teil von New York historisch gewachsen, mal irgendwie so ein nordisches Viertel gewesen. Das kann ja sein. Dass das Ikeahausen? Naja, aber ihr wisst schon, dass das quasi so ein Insider-Gag ist, den ein Ami verstehen würde, den wir einfach kulturell nicht erschließen können. Könnte ich mir vorstellen, weiß ich aber nicht. Wenn du ganz böse bist, könntest du natürlich auch hier wieder so ein Rassismus-Ding reindenken, aber das will ich jetzt gar nicht erst aufmachen, das war's. Weil übrigens so von Rassenreinheit und so weiter ist ja diese ganze Sache auch massiv durchzogen, ne? Falls euch das aufgefallen ist. Macht jetzt dieses spezielle Buch oder der Turm insgesamt? Der Turm insgesamt, dieses spezielle Buch im Bestimmten, weil die Mischwesen sind die Bösen. Da fängt's schon mal an. Das reine Blut von Arthur Eld, das sind die Guten. Sobald das reine Blut von Arthur Eld in irgendeiner Form sich mit was anderem mischt, wird es unrein, wird es böse, wird es zu diesem Zerstörer-Erlöser-Ding. Und wir sagen nicht umsonst, das ist das Weiße. Und Susanna wird nicht umsonst so behandelt in der alten Welt, wie sie behandelt wird. Ja, das mit den Mischwesen hätte ich jetzt als typischen Fantasy-Trope genommen, was nicht heißt, dass der nicht rassistisch wäre. Richtig. Aber aufgefallen ist mir tatsächlich nicht so stark. Da muss ich zu meiner Schande gestehen. Eine kurze Recherche meinerseits ergab, dass es in Neuengland zumindest relativ viele Schweden gibt. Okay. Und dass so die Gegend von New Jersey und New York eine große Auswandererwelle von Schweden abbekommen hat. Ja, okay, dann würde ich das jetzt einfach mal als so hinnehmen. Ja, genau das.
Kurze Frage, wie sehr kennt ihr euch eigentlich in dieser... nein, anders, bevor wir damit weitermachen. Flo, du wolltest auf die Coda nochmal hin. Ja, also ich fand dieses Ende... Ich fand es total interessant. Es war wie ein Nachwort von King. Nur, dass wir halt dieses Tagebuch von ihm hatten. Mhm. Ich habe so bei meinen Nachforschungen entdeckt, dass Leute dann geschrieben haben, okay, das klingt nicht so wie King, das klingt eher so wie alle King-Bücher, in denen Leute Tagebücher schreiben. Mhm. Ja, gebe ich zu. Aber trotzdem hat man so ein bisschen King noch drin. Und ich fand es schön, dass er hier so wirklich auf die Geschichte der Bücher, auf die Entstehung der Bücher eingeht und dann diesen Twist mit dem Autounfall hat, den er nicht überlebt. Mhm. Das hat mir echt Spaß gemacht. Ja, das stimmt. Das ging mir auch so. Hendrian, Jonas. Ja. Noch anwesend? Bleibt für euch, eben im Hinblick auf diese Coda, das Gefühl, King taucht wieder auf oder King ist wirklich tot? Ich hätte gedacht, er taucht wieder auf. Ich kann nicht sagen, warum. Wahrscheinlich nur, weil ich denke, er ist dann doch zu narzisstisch, um sich nur so kurz da drin halten zu können. Mhm. Hendrian? Ich schäme mich ein bisschen für meine Aussage, die jetzt kommt, aber wie alle Nachwörter habe ich auch dieses einfach mittendrin abgebrochen und wusste gar nicht, dass er stirbt. Okay. Ist das eine schlechte Angewohnheit von mir, die ich mal ablegen soll? Ja. Denn seien wir ehrlich, bei King sind die Nachwörter manchmal besser als das Buch. Oh ja. Okay. Dann würde ich in die Symbolik gehen. Wenn es keine Ergänzungen gibt. Oh ja. Jetzt ist die spannende Frage. Wie sehr seid ihr in dieser ganzen Arthur-Legende drin? Ein bisschen. Denn die Idee des Vatermords und Mordred und das verhexte Kind mit, ich glaube, mit bei Arthur ist es mit der Schwester, oder? Keine Ahnung. Entweder Schwester oder Mutter, aber ich glaube Schwester. Ich bin mir nur nicht ganz sicher. Ich glaube auch, ja, doch. Ist das Quinnifer oder ist es für andere? Okay. Ganz anders. Dass er hier tatsächlich so diese Arthur-Legende verarbeitet, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und natürlich haben wir hier auch wieder sehr viel freudianisches Gezeug drin. Ne? Mit Vatermord generell und so weiter. Ganz hübsch fand ich diese Mischwesen. Weil das halt, das verstärkt halt für mich wieder diesen Aspekt mit dieser ritualisierten religiösen Geschichte. Die haben halt so sehr viel von diesen ägyptischen Göttern. Oder von allgemein von Dämonologie und Djinns und so weiter und so fort. Also diese ganze Ebene der Geschichte, die hat mir schon gefallen. Aber ja, natürlich auch hier wieder, wie gesagt, habe ich ja schon erwähnt, diese ganze Geschichte von Rassen, Rassenvermischung, Blutreinheit und dem ganzen Bullshit, der ist hier halt auch drin und der nervt mich. Das Konzept Discordia als Konzept, ich meine Discordianismus könnt ihr selber nachlesen, fand ich auch hübsch. Die Schildkröte haben wir ja auch schon in diversen Fantasy-Ideen und so weiter gehabt. Also die kennen wir ja auch. Und besonders hübsch fand ich hier den Rückverweis auf den Roten Tod von Edgar Allan Poe. Der hat mir richtig gut gefallen. Es ist ja auch nicht der einzige Verweis auf Edgar Allan Poe tatsächlich. King hat da noch einen eingebaut. Und zwar in seinen fiktiven Daten, in denen er Tod schreibt. Er beginnt am 7. Oktober, das ist Poes Todestag, und beendet den Roman am 19. Januar, das ist Poes Geburtstag. Das ist nett. Ich bin mir nicht sicher, ob das so gemeint ist, aber ich finde das nett. Gut. Ansonsten, wie gesagt, diese ganze Frauenrolle habe ich auch schon beredet, will ich jetzt nicht nochmal drauf rumreiten, ist aber, glaube ich, auf der Symbolebene halt auch wieder drin. Dass dieses Bild von Frauen würden Männer gerne loswerden, wenn wir sie nicht bräuchten,
um unserer ureigensten Eigenschaft der Mutterschaft nachzukommen. Das schwingt für mich hier ganz extrem mit und das ist halt auch wieder sowas, das ist so batschig, da will ich gar nicht näher hingucken und gar nicht näher anfassen. Mag sein, dass ich das übertrieben lese, aber weiß nicht. Habt ihr noch Ergänzungen zur Symbolik? Nein. Nein, wir haben tatsächlich diesmal schon in der Besprechung einiges. Wir mussten einiges symbolisch besprechen, weil es sonst keinen Sinn ergibt. Sonst habe ich jetzt auch nichts. Okay. Gut. Kommen wir zu den Querverweisen. Wir haben hier natürlich alles, was mit den Brechern zu tun hat. Also alles endgültig, Atlantis, das Schwarze Haus. Wir haben hier wieder die Twinner-Thematik, dadurch, dass der Manni und der Gottbombenprediger sich sehr ähnlich sind. Wir haben Referenzen, wie gesagt, auf Edgar Allan Poe. Wir haben Referenzen auf Krieg der Welten. Und für mich war hier auch wieder drin The Stand, weil eben für mich sich das so angefühlt hat, als ich bin mir gar nicht sicher, ob in The Stand Co-op City auch woanders ist. Ich glaube ja. Aber eben, das hat sich für mich sehr viel auch wie eine The Stand-Welt angefühlt. Flo, hast du Ergänzungen? Vielleicht noch Es mit ja, dem Weißen und der Schildkröte, aber sonst fällt mir jetzt spontan auch nichts mehr ein. Gut, wie sieht's denn hier aus mit Verwertungen? Tja, hier gibt es nur die obligatorischen deutschen und englischsprachigen Hörbücher und ansonsten gibt es da nichts. Okay. Gut, dann, wie sieht's denn aus bei euch mit Zitaten? Hendrian? Überspring mich mal kurz, bitte. Ich bin noch am Suchen. Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Jonas? Ich hatte zwei. Ich habe vergessen, sie doch mal rauszusuchen, weil ich sie ja nur gehört habe. Aber ich kann sie sagen, wo sie sind. Das eine war das mit der, wo Roland die Filterzigarette raucht und sagt, das ist keine Zigarette, das ist nur brennende Luft oder sowas. Und woanders war, wo er Eddie dann belehrt, dass Tabakrauchen ja so gut für die Lunge ist, für bei erwachsenen Menschen. Flo? Ich habe meine tatsächlich rechtzeitig noch rausgesucht vor der Sendung. Sie schliefen miteinander. Sie kamen gemeinsam. Die Art körperlichen Zufalls, die Dummköpfe für Schicksal halten. Sehr schön. Ich habe, die Schuld von Welten hängt ihm wie ein verwesender Leichnam um den Hals. Ich hätte ja noch, eine Katze kann im Backofen Junge bekommen, aber deshalb sind es noch lange keine Muffins. Und ich habe noch, für einen Gott war King gar kein so übler Kerl. Ja, mein letztes bezieht sich auch auf King. Er trinkt wie ein Mann, der ein Talent dafür hat. Ich habe meins gefunden. Mhm. Es war schwierig, mit so viel Süßem im Mund verbittert zu sein. Ja. Was? Gut, dann bleibt mir eigentlich nur noch übrig, euch um eure Bewertungen zu bitten. Und ich würde sagen, Flo, fang du mal an, weil du bist wie ich vorgeprägt. Es ist echt schwer, das Buch als eigenständiges Buch zu bewerten. Es ist für mich ein Rückschritt nach Wolfsmond, das ist ganz klar. Aber ich muss einfach mal weglassen, was mein Vorwissen ist. Und dann würde ich sagen, es hat mir trotzdem noch Spaß gemacht, aber ich muss hier reduzieren auf 14 Punkte. Okay. Jonas? Ich bin ja von Wolfsmond quasi nahtlos zu Susanna übergegangen. Deswegen ist das in meinem Kopf so ein Block und ich bleibe deswegen auch bei der Bewertung von 17 Punkten. Okay, das ist spannend. Jetzt komme ich wieder, wie gesagt, mit Vorwissen und Vorprägung und ich muss sagen, ja, das Buch trägt sich durch die anderen Bücher, aber es ist alleinstehend für mich absolut nicht sagen. Das ist eigentlich irrelevant, bis auf die letzten 300 Seiten vielleicht. Und von 400? Nee, also dann weniger. Aber es ist auf jeden Fall eigentlich nicht wirklich der Rede wert vom Inhalt.
Ich habe trotzdem ein paar schöne Szenen gehabt. Wie gesagt, das Cordia hat mir sehr gut gefallen. Den ganzen Quid um Modred und um Arthur Elf, der gefällt mir sehr gut, auch wenn ich der Einzige bin, der ihn sehe, der ihn sieht. Aber ich würde tatsächlich 12 Punkte nur geben, weil das Buch für sich stehend nicht wirklich toll ist. Hendrian, du hast das letzte Wort. Ja, es hat mir echt viel Spaß gemacht, das Buch. Ich habe eigentlich nichts dran auszusetzen und würde einfach mich dem Jonas mit 17 Punkten anschließen. Okay, wunderbar. Dann haben wir ungefähr die Verteilung, die ich auch erwartet habe. Ich weiß nicht, Flo, geht's dir ähnlich? Ich bin sehr gespannt auf das nächste Buch. Ich auch. Und ich habe ein bisschen Angst, aber ich bin gespannt. Genau, ja, das nächste Mal dann das große Finale, aber vorher möchte ich noch auf eine Folge aus dem letzten Jahr zurückgreifen. Und zwar der Buick. Nur mit der Info, hier ist jetzt auch aktuell ein Hörbuch erschienen. Okay. Na toll, hätte sich nicht beeilen können. Tja. Gut, dann bleibt mir an dieser Stelle nur noch euch fürs Zuhören zu danken. Und euch darauf hinzuweisen, dass ihr gerne mit uns senden könnt, wenn ihr das wollt. Wie gesagt, für den Turm haben wir jetzt schon 2 Gäste. Das wird also spannend und noch ein wenig aufgefächerter als diesmal. Aber wir haben auch noch andere Bücher. Zum Beispiel ist Colorado Kid noch offen, richtig? Genau. Es ist auch nur eine Novelle, also wenn ihr nicht so was Langes wollt, wäre das vielleicht ein idealer Einstieg für euch. Genau, und wenn ihr das machen wollt, könnt ihr einfach in unsere Leseliste gucken, ob ihr vielleicht was anderes außer Colorado Kid mit uns noch senden wollt, das ist auch kein Problem. Wenn ihr die Bücher nicht habt, ist das kein Thema, dann sagt uns einfach rechtzeitig Bescheid. Wir würden uns dann darum kümmern, dass ihr mit der Quellenlage versorgt werdet. Technisch braucht ihr nichts weiter, nur Teamspeak und irgendwas zum Reinreden, irgendein Mikrofon. Und ansonsten, wie gesagt, erfordern wir kein großes Vorwissen. Auch King-Neulinge sind uns gern willkommen. In diesem Sinne, lasst euch gut gehen. Es war mir wie immer eine Ehre mit euch. Und wir hören uns dann zur nächsten Folge wieder. In diesem Sinne, tschüss. 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 Ciao.